Herzlich willkommen auf gutscheinrausch.de. Wir möchten euch heute die kostenfreie Anwendung Hitmeister vorstellen. Damit könnt ihr 100% sicher kaufen und verkaufen. Und zwar gibt es in der Datenbank insgesamt über 9 Millionen Produkte von insgesamt 4000 Lieferanten und da kann man ganz einfach nachschauen, ob es das Produkt, was man gerade vor sich hat, zum Beispiel eine DVD, vielleicht auch irgendwo günstiger gibt. Und wir haben das jetzt auch einfach mal geöffnet. Es gibt hier die Möglichkeit, den EAN-Code einzugeben. Alternativ ist auch eine Suche möglich, also über bestimmte Suchbegriffe. Und wir benutzen jetzt einfach mal den integrierten Scanner. Den könnt ihr hier öffnen. Dann öffnet sich diese Kamerablende hier beim iPod Touch 4G. Ist es manchmal ein bisschen schwierig, da die Auflösung nicht allzu hoch ist, aber bei den neueren Modellen ist das auf keinen Fall ein Problem. Und ich habe mal eine Blu-ray rausgesucht und die probieren wir jetzt einfach mal zu scannen. So, das war auch kein Problem. Der scannt das jetzt, findet es im Internet und hier seht ihr jetzt Sherlock Holmes Blu-ray. Oben gibt es ein paar Informationen, da kann man natürlich noch draufklicken. Dann gibt es mehr Infos, hier ein Text. Wenn man runterscrollt, auch noch ein Bild, so sieht's aus. Und hier hat man jetzt noch die Möglichkeit, auf eine Preisentwicklung zurückzugreifen. Also wird es eventuell teurer oder günstiger etc. Man kann es weiterempfehlen an Freunde. Und jetzt ist eigentlich so dieser wichtigste Part darin, denn wo kriege ich das eigentlich am günstigsten, wenn ich zum Beispiel gerade in einem Elektronikmarkt gescannt habe und es dort zum Beispiel 10 Euro kostet und schauen möchte, gibt es das denn nicht irgendwo günstiger? Bestimmt. Und jetzt kommt diese Anwendung hier erst recht ins Spiel. Hier oben findet man erstmal Gebrauchtangebote. Also zum Beispiel hier ist was für 6,60 plus Versand 1,90. Also es wäre schon mal günstiger als diese fiktiven 10 Euro, die ich jetzt rausgesucht habe. Aber falls man sich sagt, es muss aber neu sein, findet man hier auch neue Angebote. Da sieht es los mit 8 Euro. Aber jetzt rein mal als Vergleich. Scrollen wir mal nach unten, denn man kann für die gleiche Blu-ray auch durchaus über 20 Euro ausgeben. Und das ist natürlich Quatsch. Und damit man den günstigsten Preis findet, ist diese Anwendung hier auf jeden Fall gut mit dabei. Man kann da noch drauf gehen und jetzt ist es auch möglich, das direkt zum Warenkorb hinzuzufügen. Und das machen wir jetzt auch einfach mal. Man muss sich da mit seinen Daten einloggen. Sind wir auf diesem iOS-Gerät nicht, aber auf einem anderen. Und dort, das Schöne mit dem Account ist wirklich, wenn ihr einmal eingeloggt seid, sind alle Bankverbindungen gespeichert und alles ist mit dem Account verknüpft. Ihr müsst euch also nicht jedes Mal wieder neu anmelden oder sowas. Funktioniert ganz einfach mit dem kostenfreien Account. Die Kosten für die Bestellung werden halt ganz normal gut geschrieben. Es ist auch möglich zu verkaufen. Das ist ebenfalls über den Account möglich, E-Mail-Adresse, Passwort angeben und schon kann man seine gebrauchten DVDs loswerden. Auch wesentlich teurer verkaufen als bei irgendwelchen Ankaufservices, die dann für eine fast neue Blu-ray nur 89 Cent oder so vergeben. Das ist natürlich immer meistens ein schlechter Deal. Da bekommt man hier durchaus mehr. Ihr habt es ja bei den Gebrauchtangeboten gesehen. Da ist man auf jeden Fall gut mit dabei. Es gibt dann hier noch den Warenkorb. Der wird angezeigt, wenn man sich einloggt. Und rechts gibt es noch Informationen zum Konto, aber da wir hier nicht eingeloggt sind, gibt es da eigentlich nicht solch relevanten Dinge. AGB, Impressum, Datenschutzerklärung, Kundenservice, einloggen kann man sich dort noch. Und das war eigentlich auch schon die Anwendung. Für euch Sparer ist das bestimmt ein gefundenes Fressen und wir können diese Anwendung auch sehr weiterempfehlen, denn man kann ganz, ganz schnell rausfinden, ob man wirklich gerade ein Schnäppchen in der Hand hält, zum Beispiel im Einzelhandel, oder ob es eigentlich eine Null- oder Luftnummer ist. Das hat man hiermit auf jeden Fall sehr gut im Griff. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.